Ich. So, jetzt haben wir die Schaltkreise. Ja. Wir haben oben die Zahnräder. Wir brauchen aber Inserter. Die brauchen Schaltkreise, Zahnräder und Eisenplatten. Ja. Eisenplatten haben wir hier. Ja. Schaltkreise haben wir hier. Ja. Zahnräder führen wir auf das Band mit drauf. Ja, weil Auf die die andere dürfen ja Seite zwei einfach. Sachen haben. Und jetzt Genau. bauen wir hier einen großen Genau. Ärmel Jetzt gehen und wir einen mal zur kleinen. Seite, bitte. Obwohl, nein, kannst du bleiben. Machen wir nach hier unten hin. Aua. Entschuldigung, ich muss ab und zu einfach auf irgendwas schießen. Au, hey, ich schieß wenigstens nur einmal. Ich habe auch nur einmal geschossen. Ich habe da einmal auf den Abzug gedrückt. Ich habe den Finger drauf gelassen. Oha. Mann. Du bist böse. Ja, ich bin in der Gewerkschaft. Es gibt hier keine Gewerkschaft. Ja, deswegen Ich habe bin die ich habe Gewerkschaft. gerade eine gegründet. Du bist der Vorarbeiter, ich bin in der Gewerkschaft. Du bist der miese Bonze, Falsche. der mich hier unterdrückt. So. Ich habe das falsche Rezept eingetragen. So, wir brauchen die Inserter. So, jetzt rotzen wir weiter dahin. Du Brauchen Schande. nämlich, wir brauchen nämlich für die blauen, für die grünen Flaschen, nämlich die Inserter und die Fließbänder. Ich finde es aber nett, dass du trotzdem noch ansatzweise versuchst, dass man durchsteigen kann, ne? Probiere ich das? Ja, weil ich hätte nämlich hier diesen nächsten Untergrund-Dings, hätte ich ja einen höher gesetzt. Sodass hier direkt Das. wieder ein Eingang ist und Okay, der dann hier der rauskommt. Trick dabei ist, nämlich das funktioniert nicht, Echt nicht? weil nämlich. Nee, hier ist ein Eingang Ja. und hier ist der Ausgang. Würde ich hier zwischen noch einen setzen, egal ob ein oder Ausgang, würde er sich mit dem linken oder dem rechten verbinden. Ah, Also Mist. Eisenplatten transportieren. Schade. Das geht also nicht. Schade. Aber man kann ja tiefer buddeln. Die sollen sich nicht so anstellen. Warum hat er keine Zahnräder? Achso, weil hier unten das so muss. Hast du denn den Arm vergessen? Bitte was? Ach so, der soll hier. Hä? Ach so rum. Ja, okay, jetzt verstehe ich langsam, wie der Hase läuft. Boah, man merkt echt, dass du das schon ein paar tausend Mal gemacht hast. Ja, so ein paar Stündchen habe ich schon investiert. Oh Mann. Ich stehe wieder im Weg, oder? Nein, passt. Ich habe gerade keine Ach von so. den Masten mehr. Bitte. Danke. Ich helfe ja gerne. Bin da ja nicht so. Warte mal, ich bringe auch mal Licht ins Dunkel. Das ist ja. Da muss einer mal durchsteigen. Natürlich, ich bringe Licht ins Dunkel und sie werden natürlich nicht mit Strom versorgt, weil. Selbst Schuldracker, weißt du? Ach, und jetzt. Jetzt packst du die Flaschen einfach zurück auf das Band hier. Jetzt haben wir hier aber ein Problem. Warum? Ein Haus gemacht ist. Hä? Wie machen wir das denn? Wieso? Du kannst das doch. Wenn ich die jetzt hier auf das Band drauflege, hier Ja. unten, dann fahren die hier oben rauf, Ja. fahren nach links. Stoßen hier auf das Band und sind beide auf der rechten Seite hinterher wieder. Ein Splitter? Warum nicht? Weil der Splitter nicht aufteilen kann. Ich kann da nicht sagen, dass das, oder ich kann ihm nicht sagen, welches auf die linke, welches auf die rechte Seite gehen soll. Ich würde sagen, wir machen das so einfach. Total gepfuscht. Und warum behält er die jetzt da, wo er sie behält, obwohl er sie da gar nicht behalten? Weil ich jetzt hier oben, wo ich jetzt stehe, das Band rausgenommen habe. Das heißt, jetzt ist es wirklich ein Kreislauf hier drumherum. Du siehst nur noch, ich drehe mal gerade den roten hier ein bisschen, dass jetzt rund nach unten geht. Während Ja. er, warte mal kurz. Warte mal, ich brauche mal kurz Vorher war er so. Iron Sticks. Ich brauche noch mal Eisenplatten. Haben wir Eisenplatten? Warte mal, was hast du Ja, gesagt? Hier oben in der F, Kiste. ne? Einfach F drücken und dann klaue ich mal der Produktionslinie ein bisschen Eisen. Na, ich kann das auch hier machen. Die brauchen es ja nicht so dicke. So. Also ich demonstriere es mal vielleicht im kleinen Maßstab. Wenn ich jetzt so mache, Ja, ich dann will machen gerade wir. Licht bauen, damit man auch was sieht. Deswegen. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Deswegen wollte ich Ach hier so, unten einfach. ich habe hier noch ein Licht. Da. Ah, okay. Ja, einmal im ganz kleinen Maßstab. Ich mache das wirklich einmal so, wie es
kleiner gar nicht mehr geht. Das ist der minimale Kreislauf, den es hier gibt. Ja, da bin ich immer gespannt, ob das einer durchblickt. Okay. Sie dreht sich immer schön im Kreis. Wenn ich jetzt aber hier oben, also irgendwo oben nochmal ein Bell dran setze. Ja. Siehst du ja, während er so halt eben... Ja, ist vielleicht doch zu klein, oder? Ja, ein bisschen glitzebisschen. Ist es so besser? Ich hoffe. Hui, danke. Ja, ich glaube, ich muss noch einen größer machen. Oh. Das ist nicht mal Spaß, gönnt er mir. So. Ja, okay, jetzt kann man auch was erkennen. Gut, ich packe jetzt vier davon rein, ja. Und ich packe auf die andere Seite mal ein bisschen Kohle drauf, einfach, damit man es sehen kann. Ja. So, die bleiben jetzt immer schön auf ihrer Seite. Die Grünen bleiben auf der inneren Seite, die Kohle bleibt auf der äußeren Seite. Ja, so weit komme ich. Wenn ich jetzt aber von irgendwo noch ein Band anfüge, fügt doch einfach das Kupfer von oben. Dann passiert das hier. Siehst du das? Jetzt ist beides auf der gleichen Seite. Aber warum? Ach so, weil es zuerst mit der Seite in Verbindung kam und dann wird es weitergeschoben. Also genau, es berührt quasi die linke Seite des Bandes und bleibt dann da hängen. Das Stückchen vor mir, was vorher abgerundet war, ist jetzt ein gerades Stückchen, was von rechts im Prinzip eingeführt wird. So im Prinzip. Aha. Und dadurch werden die Dinger vermischt. Und deswegen ging es hier mit dem roten gerade eben zuerst nicht. Okay. Aber genau diesen Knick hier oben in der Ecke, also der Nicht-Knick eigentlich, die Nicht-Rundung, die habe ich rausgenommen, indem ich die Dinger entfernt habe. Okay. Und dann hast du es halt so umgelegt, wie du es da umgelegt hast, dass es hier jetzt fest von der Seite kommt. Genau. Die Grünen werden von unten hier eingespeist, die Roten von hier oben. Warum? Über den Tunnel. Warum wird da nichts Grünes eingespeist? Weil wir noch keine Vorstellung haben, die Grünes braucht. Okay, das lässt sich ändern. Ja. Du wolltest Advanced Material Processing, ne? Genau. Research. Und jetzt nehmen die alle automatisch... okay. Das wird dann aber dann... allerdings ein Problem, wir haben nicht mehr genügend Eisen. Wie, wir haben nicht mehr genügend Eisen? Ja, guck doch mal hier, die Greifarme kriegen nicht mehr genügend Eisen für die Produktion. Ja, ich habe aber auch gerade was ganz viel weggeklaut von da hinten, also das muss ich erstmal wieder anstauen. Dann solltest du besser am Ende von den Kisten rausnehmen, dann wird die Produktionslinie nicht mehr unterbrochen. Es wäre ja vielleicht schön gewesen, wenn mir das irgendjemand vorher gesagt hätte. Das kann man sich doch denken. Nee. Guck, hier staut es sich schon wieder. Siehst du, alles shiny, Captain. Ich habe alles unter Kontrolle. Passt schon, Chekhov. Ne, hier staut es sich sogar schon wieder. Guck. Warum staut es sich da überhaupt? Weil ich gerade eben in die Fabriken Eisen nachgefüllt habe. Nein, hier, warum geht das weiter, als es sollte? Weil ich das ursprünglich mal gedacht hatte, dass es weiter unten ist. Achso, also das unterste Feld kann hier einen weg, ne? Dann müsste sich auch mehr Eisen hier oben ansammeln und dann läuft doch alles wieder. Siehst du, hier staut sich das nämlich schon. Aber das liegt halt daran, dass du hier überall Eisen reingestopft hast. Genau. Aber es funktioniert. Ja. Ich war halt nur dreist und hab halt irgendwo geklaut. Aber das ist ja auch nicht so tragisch, weil Forschung dauert ja eine ganze Weile. Richtig. Und wir könnten jetzt hier unten mehr Labore hinsetzen, sonst die dann mehr von den Fläschchen abgreifen. Wie willst du hier denn jetzt noch mehr Labore hinquetschen? Indem wir das Ding nochmal umbauen zur Not. Hier schießt jetzt ein Fisch. So. Siehst du, ich hab mal nicht kann auf man dich... Kann man nicht erschießen. Doch, kann man. Echt? Ja, hier, guck. Tatsache. Siehst du, ich kenne mich aus mit Sachen, die man töten kann. Wo sind die Fischchen? Ja, Fischchen. Da ist noch einer. Ach, schade. Mit der Shotgun geht nicht. Nee, das musst du mit Dynamit machen. Ja. Crocodile Dundee lässt grüßen. Ah, wann kriegen wir Dynamit? Wir könnten zum Beispiel so noch welche anschließen. Das finde ich okay. Und wir könnten sogar oben noch eins anschließen. Ja, warte, ich muss das mal für welche nachbauen. Ich habe einen ernsthaften Eisenmangel. Vielleicht sollte ich mal einen Doktor aufsuchen. Ja, besser wäre das. Warte mal, ich mache hier mal... Es ist alles so... So im Dustern hier. Da sieht man ja nichts. So. Kriegt man auch mal was mit hier von der Welt. So, Zum Eisenmangel. Ich habe drei komplette Reihen voll mit Eisen und drei Reihen voll mit Kupfer. Guck hier, da das Kupfer hier Eisen funktioniert. Staut sich sogar schon. Man darf halt nur nicht da vorne abgreifen, dann hast du halt ein Problem.
Was halt eben hier schon, da wird uns, glaube ich, jeder, der das Spiel ein bisschen gespielt hat, auslachen. Dass diese Belts hier oben, diese Transportbänder, nicht bis oben hin voll mit Platten sind. Normalerweise gibt es da keine Lücken drin. Oder probiert zumindest jeder, das so hinzukriegen irgendwie. Ja, aber wir sind ja noch am Anfang. Richtig. Ich meine, das ist ja jetzt nur nicht so die große Kunst, da jetzt noch mehr Furnaces zu machen, aber wir bekommen ja gleich neue Furnaces. Genau. Und das ist, finde ich, ein kleiner Negativpunkt. Du kannst diese Furnaces nicht aufwerten. Also du kannst die alten nicht auf die großen aufwerten, zum Beispiel. Waren die nicht genauso groß? Irgendwann. Ja, von der Größe her schon. Was ich meine ist, wenn du eine Mark II Fabrik baust, brauchst du die Mark I Fabrik. Das heißt, eine Mark I, die du noch hattest, wird aufgewertet auf eine Mark II. Ich verstehe. Im Rezept, beim Craften. Aber die Stone Furnace wird nicht aufgewertet. Genau. Die bleibt im Prinzip als Abfall dann da. Okay. Genauso wie diese Bonner Miner und sowas am Anfang. Stimmt, die habe ich auch noch. Apropos, die kann ich hier ja mal in... Warum haben wir Holz im Müll? Das ist kein Müll. Die Kisten sind nicht zwangsweise immer alle Müll. Vorhin war hier die Mülldingens. Ja, vorhin. Da ist eine Müllkiste. Dankeschön. Kannst mir hier doch nicht irgendwie eine Mechanik angedeihen und dann hinterher sagen, ach übrigens. Na klar, gar nicht. Jetzt ist das nicht mehr so. Ich hab übrigens... Ich hasse... Was denn? Hier unten bei dem Stein, also bei dem ersten Stein vom Anfang. Ja, schon wieder. Zwischendurch mal noch ein paar Furnaces hingestellt, die schon mal hier diese Stonebricks herstellen. Warum? Weil wir nämlich die brauchen werden für die besseren Öfen. Du bist manchmal echt so doof, weißt du das? Warum? Wir haben hier unten haben wir die Kohle. Ja und? Warum automatisierst du das da oben nicht? Ganz ehrlich, ich habe jetzt, glaube ich, 100 Kohle reingepackt in beide von diesen Kisten. Das reicht erstmal. Ja, und dann irgendwann, hey, hol mal 5000 Trillionen Steine. Ja. Haben wir nicht. Oh, hättest du es mal automatisiert, du. Und ja, wer kriegt dann wieder die Schuld? Ich, ja. Na klar, wer denn sonst? Ich wollte hier noch ein Lab bauen. Pass auf. Und wenn ich jetzt das Lab setze, dann wird gleich wieder gemeckert, weil was fällt mir denn ein? Passt mal auf. Das wird jetzt interessant. Bin ich ja mal gespannt. Ja, dauert noch ein bisschen, ist noch ein Bau. So, wenn ich das jetzt hier hinsetze. Wenn ich mir denke, oh, da passen sogar zwei hin. Das ist ja gar nicht so dumm. Gemecker, incoming in 5, 4. Gott, bist du blöd. Musst du das denn genau da einsetzen? Ja. Meine Fresse, einmal mit Profis arbeiten. Ist das hier wirklich schlimm, oder? Machst du das nur wieder, um dich zu trollen? Nur um dich zu trollen. Okay. Ich hab auch schon mal Militär 2, ja? Ja, immer. Klingt nett. Warum, was macht Militär 2? Es bringt uns irgendwann zum Flammenwerfer, das habe ich schon gesehen. Einmal das und es bringt verbesserte Munition zum Beispiel. Und Handgranaten. Aber verbesserte Munition konnten wir doch so schon bauen. Nein. Shotgun-Shell-Damage und so. Nein, ja, das ist ein Upgrade der Munition allgemein, Granaten. Aber es gibt, genau. Ach, und ja, schwarz. Schwarze Forschungsdingens. Und, genau, und wie, Militärforschung. Jetzt mal ganz doof unter uns Pastorentöchtern und so, ne? Ja. Wie erweitern oder würden wir das jetzt erweitern, dass hier jetzt noch schwarze Dinger mit draufpassen? Das würden wir jetzt hier nicht mehr können. Das ist alles zu zusammengestopft in dem Moment. Entweder andere Forschungslabore, die nur die schwarzen bekommen, wobei das gilt nicht immer, weil du teilweise ja verschiedenfarbige brauchst. Das heißt, nein, teilweise ist falsch, du brauchst immer verschiedene Farben. Also rot, grün und schwarz zum Beispiel. Aha. Wir müssten das ganze Ding hier im Prinzip umbauen. Wir müssten ein zweites Band drumherum setzen und eventuell sogar noch ein drittes Band drumherum setzen. Okay. Oder wir müssen das ganze Konzept anders bauen. Gibt noch Möglichkeiten, aber das ist jetzt hier einfach... Es ist halt immer alles hingeklatscht. So wie es so... Ich sag immer liebevoll dazu, es ist organisch gewachsen. Okay, die ersten zwei Kisten sind schon voll. Die dritte füllt sich fast. Und das sind schon Eisenkisten. Soll ich die mal durch Stahl ersetzen, oder? Für Stein. Wenn du noch Stahl hast, genügend. Viel ist im Moment nicht mehr da. Sollte ich das dann nicht vielleicht eher für Eisen machen? Also für die Eisenlagerung?
Wobei, die sind auch noch nicht voll, weil wir da immer gerne klauen. Ach, Stein darf man nur 50 anlegen? Ins Inventar, ja. Ja, auch in die Kisten. Oh, ich habe noch Eisenerz. Was mache ich mit überschüssigem Eisenerz? Packst du in irgendeine von den Eisenöfen mit rein. So. Dann kriegst du auch. Oh, wir hatten kaum noch Strom gehabt. Bitte was? Wir haben 6 Kraftwerke zu ungefähr 95% ausgelastet gehabt, gerade eben. Okay. Das ist noch nicht viel. Also, wir hatten beim letzten Spiel, also wir produzieren im Moment, wenn du auf den Strommasten Rechtsklick machst, siehst du, wie viel wir gerade produzieren oben. 4,2 Megawatt ungefähr. Und du meinst Linksklick. Ja, okay, bei dir ist es ein Linksklick ja, wahrscheinlich. Wir produzieren 4, irgendwas Megawatt, ja. Genau. Und wir haben rechts in der Produktion im Moment 8 Kraftwerke. Pro Kraftwerk maximal 900 Kilowatt. Da kannst du ausrechnen, wie viel wir maximal produzieren gibt können. Gibt es bessere? Nein, aber es gibt verschiedene Arten später. Also es gibt noch Solarenergie zum Beispiel. Und ganz am Ende gibt es Nukular. Nukular! Ich habe schon Uran gefunden. Da. Ja. Uranus. Der Witz ist so... Ja, so für den Arsch. Ja, ich wollte es jetzt sagen, dann hast du mir den Anfang gegriffen. Ich baue mal ein paar Stilfeuern, dass wir die hier oben austauschen können. Ja, klar. Ach so, haben wir ja jetzt schon fertig. Genau, die Vorstellung ist durch. Warte mal, wo habe ich die? Da, was brauche ich da? Stahl und Stonebricks. Deswegen hast du Stonebricks gemacht. Schon produziert. Und genau. Die hast du da hinten, aber ziehst du nicht nach hier oben, damit ich laufen muss. Ja. Okay. Ich habe den Faden verloren. Ich habe gerade irgendwas noch gesagt. Ich weiß aber nicht mehr was. Ach, du hättest jetzt viel, wenn der Tag lang ist, aus dem Steuerung ist. So, soll ich auch nochmal 8 Steel Furnaces machen? Oder hast du schon alle? Du kannst die unten beim Kupfer auf jeden Fall austauschen und du kannst noch 3 hier oben für das Stahl austauschen. Dann mache ich einfach. Den Rest habe ich schon gebaut. Dann mache ich mal alle. Die sehen auch schon ein bisschen stylischer aus, muss man mal einfach so sagen. Ja. Oh, machen aber auch ein bisschen mehr, ne? Also... Pollution. Genau. Pop-Pollution machen die. Genau. Gucken wir uns mal an, jetzt langsam wird's dunkelrot. Und es dehnt sich langsam aus. Vielleicht sollten wir einen zweiten Scanner mal bauen. Das kann ich gerne machen. Weil, damit wir die Karte mal ein bisschen schneller aufklären. Weil momentan breitet sich unsere Verschmutzung im Umwelt, Verschmutzungssimulator schneller aus, als wir die Umgebung erkunden. Ich habe einmal hier hingepackt. Dann packe ich noch mal einen nach rechts, weil sich da gerade auch sehr viel Verschmutzung hin ausbreitet. Mhm. Und einen noch mal nach Süden. Dass wir so ein bisschen in die verschiedenen Richtungen überall ein Radar haben. So, ich werte hier einfach mal die obersten 4 Kupferdinger aus, ne? Oder soll ich alle? Ich würde gleich alle aufwerten. Okay. Da kannst du auch gleich noch ein paar von den Minern unten dran setzen, weil die ja doppelt so schnell produzieren. Kommt der hier wieder? Kannst doch doppelt so viel Kupfererz produzieren. Aber wir produzieren ja mehr, als wir verbrauchen. Ah, das reicht noch nicht. Wir brauchen mehr. Ja, schon wieder. Immer einmal mehr wie du. Wie viel soll ich denn da bauen? 2? 4. Die großen Furnaces brauchen, also sind ungefähr so schnell, dass die einen von diesen elektrischen Minern komplett verarbeiten können. Okay. Nicht ganz, aber ungefähr. Okay. Oh, nicht den leisesten auch eine Ahnung, wie ich die... Oh, Toolbelt ist finished. Was macht jetzt der Toolbelt? Ach, Quickbar. Moment. Sollten wir dann Gates jetzt erforschen, damit wir hier auch Tore haben, oder? Können wir machen. Du hast jetzt unten einen zweiten Slot bei dem Gürtel. Oh, da also unten. Bei der Quickbar. Okay. Dass der X wechselt zwischen der oberen und der unteren immer durch. Ah, okay. Verstanden. Da. Sagst du ruhig 4 Stück nochmal neu. Irgendwie besonders verlegt oder ist das vollkommen Schnuppe? Naja, so dass es halt eben auf den Fließbändern bis zu den Furnaces kommt, also nicht irgendwie sich auf der einen Seite von dem Band staut oder so. Nee, das hatte ich nicht vor. Also, es läuft ja eh durch einen Splitter, von daher ist es ja egal. Also so, wir haben jetzt in alle Richtungen nochmal ein Radar aufgestellt. Super.
So, vier neue laufen. Der Splitter verteilt fleißig. Oh, bei der unteren Furnace. Schau mal, da ist unten der links der blaue Greifarm. Da fehlt das Fließband nach oben. Danke. Gern geschehen. Wo kam das denn weg? Das ist ein super neues Feature mit der Karte, wo man dann so nah ranzoomen kann, dass man das auch wirklich im Detail sieht. Ach, du beobachtest nicht. Das ist noch ganz neu. Ja, ich muss ja gucken, was für einen Scheiß du da verzapft. Ich führe nur meine Aufgaben aus, die... ja. Ist schon recht, Checkoff. Die du mir gibst. Flix noch eins, ich heiße nicht Checkoff, das ist mein Onkel, immer noch. Dein Onkel ist scheiße. Der arbeitet auf der USS Entenscheiß. Ha, so. Vielleicht sollte ich dann... Nee. USS Entenscheiß, noch 8 Tage. Das war's. 8 Tage und für mich dann nochmal 2 weitere Tage. Dann kommt Bridge Crew raus. Ja, okay. Wir sollten vielleicht nicht Werbung für andere Spiele während eines Let's Plays machen. Sollten wir nicht, warum? Weiß ich nicht, ist vielleicht unhöflich. Weiß ich nicht, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Müssen die anderen ja nicht genauso sehen, aber ja, gut, ist mir egal, was die denken. Ich bin auch gespannt drauf, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, weil es der erste VR-Titel ist, den ich tatsächlich als sinnvoll erachte. Ja. So, aber... Was hast du am Samstag in 14 Tagen vor? Noch nichts. Ich glaube, ich komme bei dir spontan vorbei. Am 3. wäre das. Mit einer Kamera. Wegen dir bringen das Ding mit? Ich habe keine Kamera. Ich habe nur eine Webcam. Mehr habe ich nicht. Und? Kannst du doch auch mitnehmen? Ja, stimmt auch wieder. Oh, da. Wie, du machst meinen Stuhl kaputt. Ich habe eine saudumme Idee. Hammer. Okay, lassen wir das. Ach, du hast mal Eisen. Ja. Ach, die saudumme Idee hat nichts mit Faktorio zu tun, oder? Nee. Alles okay, gut. Okay, ich verstehe jetzt, warum du das Eisen erweiterst, weil wir hier einen massiven Engpass gerade haben. Ja. Oder was heißt Engpass? Aber die arbeiten halt deutlich schneller. Und deswegen hat es halt auch keinen Sinn gemacht, dass wir jetzt so viele Furnaces schon hatten, dass sich das Eisen so massiv stapelt, weil das ja früher oder später eh passiert. Das Gemeine ist halt eben, dass die nächsten Furnaces, die wir irgendwann kriegen, die elektrischen, die sind 3x3 groß. Die jetzt ja nur 2x2 sind. Das heißt, wir müssen dann sowieso alles umbauen. Das ist doch so. Das heißt, wenn wir anfangen, wirklich eine Basis mit einem gewissen Konzept zu bauen, dann müssen wir sowieso nochmal alles umbauen. Ja, ich denke mal sowieso, das hier wird jetzt erstmal unser Außenposten. Jetzt haben wir ja so langsam unsere Tore und Mauern erforscht. Jetzt würde es ja schon fast Sinn machen, dass man irgendwann mal, ich sag mal, auswandert dann. Richtig. Dann haben wir die Basis erstmal so als Grundproduktion dabei und können dann später immer noch ein bisschen entfernt was Richtiges machen. Wobei entfernt braucht es gar nicht mal unbedingt sein. Wir können ja schon zum Beispiel die Basis links von hier aufbauen und dann von oben nach unten verlaufen. Ja. Während wir jetzt im Moment ja überwiegend von links nach rechts hergehen mit den Fließbändern. Ja, nicht nur von links nach rechts, sondern auch von unten nach oben und quer nach links. Ja, schon, aber... Ich meine, wenn man sich das hier mal anguckt, unsere Kohle... Nach links können wir jetzt im Moment noch gut ausbreiten. Kohle? Nach rechts halt eben wird schon wieder schwerer. Kohle haben wir immer noch keinen Engpass, ne? Und auch nicht in absehbarer Zeit. Kohle passt. Und da sind ja die linken Bänder zu den Furnaces, die sind ja noch proppenvoll.